Es gibt eine neue Debatte über die Bundeswehr und die Finanzierung unserer Streitkräfte. Manche Parteien wollen da nichts verbessern. SPD und Grüne sind strikt gegen dieses 2%-Ziel, das wir in der NATO verabredet haben. 2% der jährlichen Wirtschaftsleistung, das haben wir dem Präsidenten Obama zugesagt, wird Deutschland investieren in seine Streitkräfte. Wir können uns nicht einseitig nur auf die USA und andere verlassen. Auch wir müssen als wirtschaftlich starkes Land unseren Beitrag leisten in Systemen kollektiver Sicherheit wie der NATO zu unserer eigenen Verteidigung und auch, um Schutzverantwortung in der Welt wahrzunehmen, wo es notwendig ist. 2% ist ein hohes Ziel, das sind viele Milliarden. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das braucht über einige Jahre jetzt Disziplin bei diesem Ziel. Dann muss auch anderes einmal zurückstehen. Aber wir brauchen die Bundeswehr in der Zukunft weiter. Allerdings würde ich nicht nur auf Militär setzen, sondern auch auf Diplomatie und auf wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und deshalb 3% für Verteidigung, Entwicklung, Diplomatie.